Im Jahre 1290 wurde Unna in einer Urkunde die Stadtrechte zugesprochen. Sie hat sich im Laufe der Zeit zu einer blühenden Stadt am Hellwig entwickelt. Der Nachtwächter Werbinski in der Unnaer Geschichte wohl bekannt. Der Neumarkt mit der neu gestalteten Tiefgarage. Das ehemalige Gerichtsgebäude in Unna, heute Volkshochschule der Stadt. Der Eulenturm, erbaut 1475, heute noch als Wahrzeichen der Unnaer Geschichte. Fachwerkhäuser aus dem vorigen Jahrhundert werden durch Sanierungsmaßnahmen erhalten. Das Thomsche Haus nach der Renovierung heute als Standesamt.
die modernisierten Geschäftsstraßen der Unnaer Innenstadt. Kurpark mit seinen Grünanlagen. Friedrichsborn, ein Überbleibsel des ehemaligen Kurbades Unna Königsborn. Zwei Kirchen in Unna verschönern das Stadtbild. Sie bilden Motive zum Filmen und Malen. Großer Bedeutung für die Unnaer Wirtschaft war die Fertigstellung der Autobahnen und die Anlage des Industrieparks. Thank you.
Unna, die Stadt des Breitensports mit den Hellwig-Sporthallen und die Entstehung der Eissporthalle. Übernahme der Hellwig-Kaserne durch die Bundeswehr. Sie gehört heute zum Stadtbild von Unna. 1966 Übergabe der Glückauf-Kaserne. Die Partnerschaftsstädte der Stadt Unna sind Waalwijk in Holland und Palaiseau in Frankreich.